Cedric Zesiger, souveräner 6-0-Sieg hier gegen Sion. Wie hast du das Match erlebt? Ja, ich glaube, wir haben unsere Intensität auf den Platz gebracht. Wir haben hart trainiert in den letzten Tagen und wir haben heute auch Vollgas gegeben. Es hat gut geklappt. Die Offensive hat viel zusammengepasst und defensiv zu null ist natürlich immer schön. Insbesondere gerade bei der zweiten Halbzeit hat es schnell in kurzer Zeit ziemlich geräbelt. Also, es stimmt positiv, die Maschinerie läuft vor. Ja, aber in den vorherigen Testspielen haben wir schon viel Goal können schiessen. Ich hoffe natürlich, dass es so bleibt. Wir müssen effizient bleiben, wenn wir da in der Meisterschaft etwas reissen und im Moment klappt es. Von dem her können wir uns da, glaube ich, das gute Vertrauen holen für einen Meisterschaftsstart. Ja. Aber insgesamt ist jetzt der 4-Sieg im vierten Testspiel. Also, trotz intensiver Vorbereitung ist man auf Kurs und langsam bereit. Jetzt bleibt nur noch ein Testspiel. Wie siehst du dort so den Weg hier zu dem Rückrundenstart gegen Lugano? Ja, ich glaube, wir sind gut gestartet eben mit dem Testspiel, haben in den Trainings Vollgas gegeben, haben hart trainiert, haben viel trainiert, vor allem in den letzten Wochen und in den letzten Tagen. Und ja, jetzt haben wir uns optimal vorbereitet. Jetzt bleibt noch mehr als eine Woche. Und ja, wir freuen uns darauf, natürlich wieder ein volles Stadion zu haben in einem Ernstkampf. Ist natürlich immer schön und da freut man sich drauf, ja. Wie siehst du persönlich? Du hast noch einen positiven Corona-Test gehabt, hast noch daheim bleiben, also hast du noch einen Teil der Vorbereitung verpasst. Wo stehst du da? Hat das noch irgendeinen Einfluss? Hast du noch irgendwelche Defizite, die du merkst? Wo bist du? Ja, ich glaube, der Schluss vom letzten Jahr war nicht optimal für mich mit der Verletzung. Und dann wollte ich natürlich angreifen im neuen Jahr. Ich hatte dann den positiven Test gehabt. Das war natürlich nicht schön, aber ich konnte gut daheim trainieren. Ich habe gar nichts gespürt gross vom Covid. Von dem her, ja. Habe ich etwas später ins Training einsteigen, bin jetzt glaube ich, an einem Punkt, wo ich noch nicht ganz bei 100% bin, natürlich, weil ich noch etwas von der Vorbereitung bleibt. Aber ich fühle mich gut, bin wieder körperlich 100% fit. Natürlich eben die paar Prozent, die ich noch versuche rauszuholen jetzt in den nächsten zwei Wochen für einen Meisterschaftsstart. Aber eben, wie gesagt, fühle mich gut, bin motiviert zum Start und freue mich drauf. Wo liegt jetzt der Fokus auf den knapp 10 Wochen, die noch bleiben, bis es wieder ernst gilt, eben ein Spiel ist noch, auf was fokussiert ihr euch jetzt noch vom Schluss vor Vorbereitung? Ja, ich glaube, die taktischen Sachen kann man sicher noch mal anschauen. Eben, jetzt haben wir zwar 6-0 gewonnen, aber sicher noch nicht alles perfekt gewesen. Ich kann dort auch noch einmal analysieren, was man noch besser machen kann. Ich glaube, defensiv haben wir heute sehr gut geschafft und das können wir mitnehmen. Die positiven Punkte rausheben und die negativen Punkte versuchen zu verbessern. Und dann sind wir, glaube ich, parat für einen Meisterschaftsstart. Wir wissen, was wir wollen. Weil voll angreifen und ich glaube, da ist jeder zu 100% motiviert dafür. Da sind wir doch auch gespannt auf den Start und eben auf das letzte Testspiel. Merci, Cedric Zesiger. Merci dir.